4 Basketballfelder, 6 Altersklassen, 18 Partien, macht fast 9 Stunden Basketball. Zum Saisonabschluss hatte der Basketballverband Sachsen-Anhalt zum Jugendpokal geladen. Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde dieser nicht in Vor- und Endrunden, sondern nur an einem Tag gemeinsam in allen Altersklassen ausgespielt. Ja, also letztendlich geht es, wie schon gesagt, vorm Sommer nochmal darum, Spielpraxis zu sammeln. Und man spielt auch schon in den Jahrgängen für die nächste Saison. Das ist auch schon so ein kleines Vorbereitungsturnier für die nächste Saison. Und da kann man dann auch schon mal die Truppe zusammenholen und schon mal was ausprobieren. Einen richtig guten Eindruck hinterließen dabei die Mädels vom SV Halle, die in der U13, der U15 und der U17 den Titel holten. Aber auch die neu gegründete U14 des BC Anhalt sorgte für eine Überraschung. Bisher sind 2 Spiele, 2 Siege. Und jetzt kommt die U16, die leider nur ein Spiel hat. Aber wir spielen am Ende mit der U14 auch nochmal um den Sieg. Nachdem die U16-Basketballer ihr Finale gegen die BSW Sixers klar mit 70-32 gewinnen konnten, traf die Dessauer U14 auf die bis dahin ebenfalls ungeschlagenen Elbe Baskets aus Magdeburg. Hier setzte sich am Ende die größte Erfahrung durch. Magdeburg gewann 87-53. Der Jugendpokal bewies sich als gelungener Saisonausklang, wobei die Basketballsaison eigentlich nie zu Ende ist. Und ja, im Sommer werden wir ein Camp veranstalten in Schonewitz, wie in jedem Jahr. Und da sind auch noch mal einige von unseren Youngsters mit dabei. Aber generell sollte der Sommer auch dazu dienen, mal Schuhe an den Nagel zu hängen und auch mal was anderes zu machen.